Hi Leute und willkommen zum neuen Unboxing-Video. Diesmal habe ich hier wieder eine Sport-Smartwatch von der Firma Xonix heißt die Firma. Das ist eine chinesische Firma und ja, die stellt verschiedene Sportuhren, Smartuhren, Smartwatch und so weiter her. Und ja, hier habe ich eine, die sieht auch sehr gut aus, die kann auch den Puls messen, berechnet auch den Blutdruck und ja, wir schauen jetzt einmal in die Verpackung hinein, was da alles enthalten ist. Also zum einen haben wir hier schon einmal eine Bedienungsanleitung. Das ist Pulsmess, Monitor, Pedometer, Watch steht da oben und da ist eigentlich alles drin, was man über die Uhr wissen muss. Und dann haben wir hier noch die Xonix Sportuhr. Ich werde das mal herausnehmen. So sieht das Teil aus. Eine Schutzfolie ist noch drauf. Die ziehe ich jetzt einfach mal ab. Dann haben wir noch eine Schutzfolie drauf. Auch die werde ich einmal entfernen. So. Und dann sieht das Teil so aus. Und hier diese zwei Funktionen zeigen, das untere zeigt den Puls an und der obere zeigt den Schrittzähler an. Und dann haben wir hier die Uhrzeit, oben Wochentag, hier oben Wochentag. Und dann haben wir hier auf der Seite noch die verschiedenen Funktionen. Und ja, das Ganze, also hier hinten, ich werde mal diese Schlaufe hier entfernen, da ist so eine Schlaufe noch drauf, damit das auch wirklich hochwertiger aussieht. Ich werde das Ganze mal entfernen. So, da haben wir auf der Uhr ein Silikonarmband, also das ist ganz weich und biegsam. Das ist schon mal gut. Ich werde das Ganze hier neben der Xiaomi Mi Band einmal aufsetzen, damit ich da meinen Puls messen kann. Denn das Ganze funktioniert nicht so wie bei herkömmlichen Sportuhren, dass unterhalb ein Sensor eingebaut ist, sondern diese zwei Metallplättchen muss man berühren, damit man da den Puls messen kann. Und das werde ich jetzt einmal machen. So, Puls hat er schon registriert. Ich habe einen Puls von 78 und 77, 78 springt immer herum. Bei 38, 39%. So, jetzt ist es auf 80 hochgegangen. Keine Ahnung, wie lange das Teil messen tut. So, parallel werde ich dann einmal auf dem Mi-Band meinen Puls messen. So, es ist sogar ziemlich gleich. Also hier habe ich jetzt
85 zum Schluss gehabt. Also mein Puls war auf der Sporttour 85 und das Mi-Band hat 87 gemessen. Also somit eigentlich auch ziemlich gleich. Zuerst muss man auf der Uhr das Alter einstellen, Gewicht einstellen, die Höhe einstellen, die Kilogramm einstellen, also Gewicht einstellen, Alter, Kilogramm und verschiedene Einstellungen machen, damit das auch wirklich ja, genauer wird. Zum Beispiel beim Pedometer, also beim Schrittzähler, muss man dann auch ja, Schrittlänge einstellen in Zentimeter, dann Gewicht einstellen und auch die Zielschritte einstellen, die man ja, machen möchte. Also wie gesagt, auf jeden Fall hier die zwei Metalldinger. Dort muss man Zeigefinger und Daumen drauflegen und dann wird ja, Puls gemessen. Also auf jeden Fall zuerst einmal die Einstellungen machen, sonst werden die Anzeigen nicht genau. Aber auf jeden Fall eine sehr gute Uhr, die man hier bekommt. Ich zeige das mal von näher. Hier hat man dann noch Hintergrundbeleuchtung. Also jetzt sieht man das nicht wirklich. Also dazu müsste es dunkler sein, damit man die Hintergrundbeleuchtung sieht. Es wird nämlich nicht der Hintergrund beleuchtet, sondern es werden die Ziffern beleuchtet. Und das sieht eigentlich sehr gut aus. Aber ja, es ist schwer zu erkennen. Wie gesagt, auf der Rückseite hat man hier eigentlich überhaupt keine Sensoren oder sonst irgendetwas. Da wird alles hier mit diesen zwei Metallteilen gemessen, also vor allem der Puls. Der Schrittzähler ist eingebaut, aber wie gesagt, zuerst muss man die Einstellungen machen und das werde ich auch machen. Aber nicht für mich, das ist die Sportuhr meiner Partnerin, sie wollte so eines haben und ja, da werde ich das Ganze jetzt einmal einstellen und das Ganze ist auch 100 Meter wasserdicht, Stainless Steel ist am Hinterteil und sonst ist das Ganze Plastik und Silikon. Also hier ganz ein weiches Silikon, es ist wirklich angenehm zum Tragen und die Uhr gefällt mir aber auch sehr gut. Die gibt es auch in anderen Farben, also zum Beispiel schwarz-grün, schwarz-gelb, dann schwarz-rot haben wir hier und schwarz-grau, glaube ich, gibt es die noch. Und ja, sieht wirklich sehr gut aus. Vielleicht werde ich mir auch so eines bestellen. Auf jeden Fall wollte ich jetzt einmal das Unboxing machen, dieser Sportuhr. Und ein weiteres Testvideo wird dann noch folgen, wo ich eben dann alle Funktionen ganz genau noch erkläre. Ich muss selber noch ja, die Bedienungsanleitung ausführlich durchlesen und ja, mich mit allen Funktionen dieser Sportuhr von Xonix vertraut machen und dann wird es ein Review bzw. ein Testvideo über die Uhr geben, wo ich dann ja, in Großaufnahme die ganzen Funktionen zeige. So, das war auch schon dieses kurze bzw. dieses Unboxing-Video über diese Sportuhr. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und wir sehen uns im nächsten Video.